Ich bin Erzieher in der Krippe. Ich bin Tobias Schmiedchen. Mein Name ist Jasmin. Mein Name ist Annika Lautenschläger. Als Erzieherin bin ich hauptsächlich damit beschäftigt, den ganzen Tag für die Kinder da zu sein. Bildungspartner, Spielpartner. Wickeln, waschen. Kreativität ist immer gut gefordert. Spontanität, weil man plant irgendwas, überlegt sich, was man mit den Kindern machen will, und dann kommt es definitiv anders. Das Dankbarste sind wirklich die Kinder, die einen anlächeln, die einen aus Kilometern grüßen oder auf einen zugestimmt sind. Am schönsten ist es eigentlich der Moment, wenn man zur Arbeit kommt, die Kinder kommen angerannt und sich total freuen, dass man da ist. Da geht mir immer das Herz ein bisschen auf. Ich habe vor 6 Jahren, glaube ich, habe ich hier mein Praktikum gemacht, hier in der Einrichtung, und habe immer gesagt, ich werde auf gar keinen Fall Erzieher. Und dann war ich 3 Tage hier und habe mich so in den Beruf verliebt und gesagt, das ist es, was ich machen will. Und diese Einrichtung hier vom DRK, die ist es, hier bleibe ich für immer, und hier bin ich sehr glücklich geworden.